Ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit dem Thema Derivate auseinandergesetzt. Mir ist dabei noch deutlicher geworden, dass diese Finanzinstrumente unser gesamtes Wirtschaftssystem stark beeinflussen. Und zwar nicht unbedingt im positiven Sinne. Der Markt für Derivate ist gigantisch und oft schwer zu durchschauen. Das macht ihn in meinen Augen gefährlich, überhaupt gar keine Frage. In meinem neuesten Video gebe ich euch einen Überblick über die Risiken und diskutiere mit euch darüber, sind Derivate ein unverzichtbares Instrument oder die nächste große Bedrohung für die Realwirtschaft. Die Welt der Derivate wächst unaufhaltsam und hat ein Ausmaß erreicht, das uns alle alarmieren sollte. Mit einem Marktwert von über 1 Billion US-Dollar, mehr als das Zehnfache der gesamten Weltwirtschaft, bewegen sich diese Finanzinstrumente in einem Bereich, der jegliche Vernunft entbehrt. Die entscheidende Frage ist nicht, ob dieses System kollabieren wird, sondern wann. Ursprünglich wurden Derivate zur Absicherung entwickelt, um Unternehmen und Investoren vor Risiken zu schützen. Doch heute werden sie vorwiegend zu Spekulationszwecken eingesetzt. Und was ist das Ergebnis? Ein überdimensionierter, von der Realwirtschaft abgekoppelter Markt. Finanzinstitutionen, Großbanken und Hedgefonds treiben das Wachstum dieser Instrumente voran, ohne die langfristigen Risiken zu berücksichtigen. Das System ist voll von Verknüpfungen, die in einer Krise wie ein Dominoeffekt zusammenbrechen werden. Der Glaube, dass man Risiken kalkulieren und absichern kann, ist eine Illusion. Derivate sind extrem komplex und die Risiken sind in vielen Fällen unsichtbar. Diese Sicherheit ist trügerisch, denn in einem echten Krisenfall, sei es durch geopolitische Ereignisse, Zinsschocks oder Finanzkrisen, wird das gesamte System mit einem Schlag fragil. Das Kernproblem ist, dass die Finanzmärkte anfällig für extreme, unvorhersehbare Ereignisse sind. Diese sogenannten schwarzen Schwäne sind die größte Gefahr. Denn in einer Welt, die sich auf mathematische Modelle und historische Daten verlässt, wird das Unvorhersehbare schlichtweg ausgeblendet. Doch genau solche Ereignisse werden das fragile Kartenhaus der Derivate bald zum Einsturz bringen. Eines der größten Risiken im Derivatehandel ist das Gegenparteirisiko. Wenn eine Institution ausfällt, also wenn die Gegenpartei ausfällt, können sich die Verluste, die dadurch entstehen, in rasender Geschwindigkeit über das gesamte Finanzsystem ausbreiten. Viele glauben, dass Clearinghäuser diese Risiken locker leicht auffangen können. Das ist ein Irrtum. Denn ihre Ressourcen sind bei weitem nicht ausreichend, um einen großen Marktzusammenbruch zu überstehen. Die gefährliche Abkopplung von der Realwirtschaft ist ein weiteres großes Problem. Der Derivatemarkt hat sich weit von der Realwirtschaft entfernt. Finanzprodukte beeinflussen Preise, treiben Rohstoffe in die Höhe und verstärken spekulative Blasen. Dabei schaffen sie keinerlei realwirtschaftlichen Mehrwert. Derivate sorgen für eine gefährliche Schieflage, in der spekulative Gewinne wichtiger erscheinen als echte, nachhaltige wirtschaftliche Aktivität. Und das muss sich dringend ändern. Und es wird noch schlimmer. Banken und Institutionen werden oft als too big to fail betrachtet. Das führt dazu, dass sie immer riskantere Wetten eingehen, weil sie darauf vertrauen, im Krisenfall gerettet zu werden. Diese Risiken häufen sich und erzeugen eine Instabilität, die das gesamte System bedroht. Und genau deshalb muss gehandelt werden. Derivate-basierte Spekulationen mögen kurzfristige Gewinne bringen, setzen das Finanzsystem aber langfristig einem enormen Risiko aus. Doch was passiert, wenn die Zinsmärkte, die Immobilienblase oder ein geopolitisches Ereignis die Kettenreaktionen auslöst? Der Markt wird kollabieren und die Realwirtschaft mit in den Abgrund reißen. Derivate bieten scheinbar einfache Wege zu gewinnen, aber sie verbergen eine tickende Zeitbombe. Die Risiken sind nicht nur groß, sie sind systemisch. Sie bedrohen das gesamte globale Finanzsystem.
Wenn der nächste große Schock kommt, wird er wahrscheinlich von dieser unsichtbaren Gefahr ausgehen. Die Realwirtschaft wird darunter massiv leiden, wenn diese Blase endlich platzt.